sind hier in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Frankenberg und lesen den Kindern einfach ein bisschen was vor und haben eine schöne weihnachtliche Zeit mit denen. Und für die Kinder ist natürlich ein Riesending, dass der Chemnitzer FC hier uns besuchen darf, mit den Spielern eine Weihnachtsgeschichte vorlesen kann, mit den Kindern zusammen was Kleines naschen und sich austauschen, Fragen stellen, auch sammeln. Und von daher bin ich da sehr begeistert und war den Teil wohlgesonnen und habe natürlich gleich mal wieder. Ja, wir haben ein paar Geschenke für die Kinder, ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit zu geben für die Kinder und wir freuen uns extrem. Ja. Auf jeden Fall wichtig, vor der Weihnachtszeit nochmal was zurückzugeben. Deswegen haben wir uns auch bereit erklärt, hier in die Schule zu kommen und die Kinder glücklich zu machen. Wir haben dann Geschenke verteilt, wo sich jeder extrem gefreut hat, Lieder zusammengesungen und wir hoffen natürlich, dass wir sowas zurückgeben können und vielleicht auch noch ein paar Kinder und die Eltern animieren können, ins Stadion zu kommen. Wir können auf jeden Fall jeden Fan gebrauchen, ob klein oder groß. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten Spiele und dann auf eine hoffentlich besinnliche und schöne Winterpause. Something about Christmas time, wish you, wish you, Christmas every day. See the joy in the children's eyes.